Okay, willkommen in Teil 4 von unserer Vorlesungsserie zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, so langsam nähert sich die Winterzeit, der erste Schnee in Tübingen. Ich hoffe, Sie haben die weiße Landschaft auch wirklich schon genießen können. Und Sie sind, wenn Sie mit einem Fahrrad heute unterwegs sind, auch bei Ihrem Weg auch vorsichtig gewesen. Also ich freue mich in jedem Fall sehr, die weiße Schneelandschaft zu sehen, und ich würde mich natürlich ebenfalls umso mehr freuen, wenn Sie von Ihren Tieren dann Bilder im Schnee in unser Piazza-Forum posten, damit wir diese dann für die Zoom-Breakout-Rooms als Hintergrundbilder auch verwenden können. Wir haben auch schon viele Einreichungen da bekommen. Das heißt, wenn wir Ihr Tier nicht sofort in dieser Vorlesung verwenden, seien Sie nicht besorgt. Wir haben noch viele weitere Sitzungen auch vor uns. Zum Feedback von der letzten Veranstaltung: so langsam pendelt sich, glaube ich, auch sehr viel gut ein, viel positives Feedback. Ich glaube, der Breakout Room Verhältnis auch von der Zeit und wie viele pro Vorlesung. So langsam sind wir da, glaube ich, auch auf einem sehr guten Weg. Zwei weitere Verbesserungen, die wir quasi beachten werden, ist zum einen die Vorlesungsaufzeichnungen wesentlich früher auf YouTube hochzuladen. Das probieren wir auf jeden Fall. Und das Zweite, was wir implementiert haben und auch in Zukunft besser probieren, ist, dass wir auf den Folien auch etwas klarer machen, was Quellen sind und wo Informationen hergekommen sind. Wobei ich Sie auch ebenfalls ermuntern will, dass wenn Sie zu Themen vertiefende Informationen wollen, dass Sie da die Überbegriffe oder die Schlagwörter dann in der Literatur, die wir zum einen in der ersten Vorlesung genannt haben, in diesen drei Überblicksbänden zur pädagogischen Psychologie beispielsweise auch sehr gut nachschauen können. Oder auch zum anderen, wenn Sie auf PsychInfo oder auf Google Scholar da die Überbegriffe eingeben, werden Sie ebenfalls auch wirklich sehr viele Beiträge auch dazu finden. Dann, was mir ebenfalls noch aufgefallen ist, ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen auch wirklich sehr interessant und spannende Reading Reactions geschrieben haben. Und auch sehr viele von Ihnen haben auch in den Quizzen partizipiert. Was als Feedback so ein bisschen kam, war: oh, es ist so viel. Und dass diese Veranstaltung sehr viel von Ihnen fordert. In gewisser Weise ist das auch gewollt. Also ich möchte schon, dass gerade weil unsere Veranstaltung ja in diesem Semester nur 60 Minuten anstelle von den typischen 90 Minuten ist, daher wurden wir von unserem Dekan motiviert, Ihnen auch vielerlei Lerngelegenheiten außerhalb der Vorlesungszeit zu geben. Und zum Zweiten will ich Sie wirklich einladen, diese Kristallkugelfunktion in Gradecraft auch zu verwenden. Zurzeit haben wir ungefähr 50 bis 60 Personen, die diese Funktion verwendet haben, um quasi wirklich den Plan vom Semester zu sehen und die verschiedenen Assignments. Und ich will Sie wirklich dazu motivieren, dass Sie da quasi explorieren, wann Sie was, welches Assignment machen, weil Ihnen das auch wirklich gut in der Struktur, weil Sie das auch wirklich sehr gut in der Struktur unterstützen kann, wie Sie wann Ihre Zeit besser einteilen. Nichtsdestotrotz freue ich mich logischerweise über jeden Einzelnen von Ihnen, der oder die wirklich probiert, einen Perfect Score quasi in dieser Veranstaltung auch zu erreichen. Zurzeit haben wir, glaube ich, noch so um die 20 Studierende, die bislang die volle Punktzahl bei allen möglichen Assignments auch weiterhin erreicht
erreicht haben. Ich bin gespannt, wie das sich in den weiteren Wochen auch entwickeln wird. Okay, so viel zum Organisatorischen vorneweg. Als Wiederholung damit Sie auch sehen, was die richtigen Ergebnisse von diesen Quizzen waren. Der Arbeitsspeicher und das Kurzzeitgedächtnis, ja, das wird auch synonym verwendet. Also diese Frage ist korrekt gewesen, was auch sehr viele von Ihnen auch gewusst haben. Dann, dass im Arbeitsgedächtnis typischerweise nur 7 plus minus 2 Informationen beinhaltet sind. Dann, dass die Auswahl, Integration und Organisation von Informationen grundlegende kognitive Prozesse sind, ebenfalls sehr wichtig in Bezug auf Wissenskonstruktion. Und dass in kognitiven Schemata auch komplexere Wissensbestände gespeichert sind, auf die man sehr schnell zugreifen kann. Wir haben uns diese Gedächtnismodelle und die kognitiven Basisfunktionen in der letzten Woche angeschaut und da auch gesehen, Vorwissen spielt eine große Rolle. Allerdings auch die Fähigkeit, wie man auf Informationen auch zurückgreifen kann und dass dieses auch eventuell durch Intelligenz beeinflusst wird. Und dieses Thema wird zentral sein für unsere heutige Vorlesung. Also wir werden uns verschiedene Studien anschauen, von wegen warum, wie Intelligenz gemessen wird, welche Rolle sie zur Wissenskonstruktion spielt und inwieweit Intelligenz eine stabile oder eine veränderliche Eigenschaft auch ist. Es gibt sehr viele Definitionen von Intelligenz. Ich habe Ihnen da auch verschiedene Beispiele mitgebracht, die Sie auf den Folien auch nachlesen können. Es ist dabei, was dabei wirklich im Zentrum steht, ist, dass es eine Form ist, um mentale Kapazität, kognitive Fähigkeiten messen zu können, was solche Dinge beinhaltet wie Problemlösen, kritisches Denken, abstrakt zu denken, komplexe Ideen auch zu verstehen und von Erfahrung auch zu lernen. Was wir sehen, ist, dass es einen deutlich positiven Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulleistung gibt. Man findet in der Regel Korrelationen von ungefähr 0,5. Das heißt, die Varianz in der Schulleistung wird auch zu einem beträchtlichen Teil durch die Intelligenz der Lernenden auch erklärt. Und das ist insbesondere wichtig, weil sogar wenn man für viele soziale Faktoren kontrolliert, wie Motivation, wie soziale Herkunft oder wie das Selbstkonzept, was ebenfalls auch ein sehr wichtiger und ein sehr bedeutender Teil ist, welchen wir in der nächsten Woche auch noch mehr betrachten werden. Dennoch finden wir, das ist ein sehr starker Prädiktor für schulische Leistungsfähigkeit darstellt. Spannend dabei ist es, dass der relative Einfluss im Verlauf der Zeit schwächer wird, währenddessen das Vorwissen, was erworben wird, einen stärkeren Anteil annimmt. Allerdings dennoch sehen wir dadurch, dass der Intelligenz auch wirklich eine zentrale Bedeutung zugewiesen werden kann im Beruf auf Schulverläufe, Ausbildungserfolg und auch Berufserfolg hin.
In Bezug auf die pädagogische Psychologie, was bedeutet so etwas? Ist es wirklich da? Können wir vor allem Empfehlungen geben in Bezug auf Schullaufbahnentscheidungen, also beispielsweise der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule oder besondere Förderempfehlungen, also sowohl im Bereich Hochbegabung als auch im Bereich Minderbegabung. Und wir werden uns da auch noch genauer ansehen, wie so etwas überhaupt festgelegt wird, in welchem Spektrum Personen zu fallen haben, damit derartige Förderbedarfe auch festgestellt werden. Intelligenztests können ebenfalls auch einen Teil zur Diagnostik beitragen, wobei es auch da wirklich sehr, sehr wichtig ist zu betrachten, dass es nur ein Teil von einem Gesamtdiagnosekonzept auch wirklich darstellen sollte. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich eine zentrale kognitive Variable, die verwendet wird, um Lernprozesse auch besser zu verstehen und um auch den Erfolg von derartigen Lernprozessen hinsichtlich Gelingensbedingungen auch untersuchen zu können. Es gibt wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Intelligenzmodellen. Wenn Sie die Reading Reactions auch gelesen haben, werden Sie da auch schon einige von diesen Intelligenzmodellen kennengelernt haben. Wir wollen Ihnen jetzt hier ebenfalls einige von diesen Intelligenzmodellen auch etwas näher vorstellen. Wieder, wenn Sie vertiefende Informationen wollen, geben Sie den Namen von dem Intelligenzmodell sowie die Person die Suchmaschine Ihrer Wahl ein und Sie werden da auch vertiefende Informationen zu finden. Historisch gesehen gibt es sehr viele Strukturmodelle, die Intelligenz beschreiben und die entwickeln sich von einem Zwei-Faktor-Modell von Spearman, was schon im Jahre 1904 entwickelt wurde, dieses Modell zu einem Primärfaktorenmodell. Haben wir gesehen, dass es danach Strömungen gab in der Intelligenzforschung, hierarchische Strukturen festzulegen, Kartell beispielsweise. Und dann ebenfalls das Modell der multiplen Formen von Intelligenz. Prinzipiell ist die zentrale Annahme von Intelligenzstrukturmodellen, dass es einen Generalfaktor, den sogenannten G-Faktor, gibt, in der alle intellektuellen Leistungen charakterisiert werden können. In diesen Zwei-Faktor-Modellen, die bestehen aus zwei Faktoren, Zwei-Faktor-Modell, zum einen dem G-Faktor, also der General Intelligence, und auch spezifischeren Komponenten. Und diese werden dann abgetestet. In Primärfaktorenmodell, das baut in gewisser Weise darauf auf und da werden verschiedene Intelligenzdimensionen in den Vordergrund gestellt, wie jetzt im Modell von Thurston, Sprachverständnis, Raumvorstellung, Auffassungsgeschwindigkeit, Merkfähigkeit und Rechenfähigkeit. Und diese verschiedenen primären Dimensionen werden dann unterschiedlich gewichtet, um dann die Intelligenz der Probandinnen und Probanden zu bestimmen. Bei hierarchischen Modellen, da sehen wir, dass die zentrale
Annahme, die getroffen wird, es ist, dass wir zum einen eine genetisch verankerte Komponente haben, und zwar die sogenannte fluide Intelligenz und eine im Verlauf der Lebenszeit erworbenen Komponente der sogenannten kristallinen Intelligenz. Und diese beiden Komponenten werden hierarchisch dann in verschiedene Untergruppen aufgeteilt. Also beispielsweise zur kristallinen Intelligenz Faktenwissen über die Welt, sprachliches Wissen, mathematisches Wissen, während zur fluiden Intelligenz Dinge zählen würden wie spontanes Denken, das Lösen von neuartigen Problemen, die Herstellung von Beziehungen zwischen verschiedenen Konzepten und auch viele andere Dinge. Inspiriert davon wurden Strukturmodelle, die sich multiple Formen von Intelligenz anschauen, um halt wirklich die verschiedenen Fähigkeiten und Konzepte auch besser zu betrachten. Beispielsweise in Guilfords Modell wurden 120 Faktoren mentaler Fähigkeiten beschrieben, und was in diesem Modell auch noch besonders hervorzuheben ist, ist es, dass diese ebenfalls auch kreative Fähigkeiten mit inkludiert haben. Ein weiteres, auch sehr bekanntes Modell ist die Theorie der multiplen Intelligenzen, die insbesondere einen Schwerpunkt auf Hoch- und Sonderbegabungen gibt und dabei auch Bereiche mit betrachtet, welche nicht traditionell in dem psychologischen Intelligenzbegriff und Prozess auch zugeordnet werden. Also solche Dinge wie die individuell unterschiedlichen Lern- und Denkprozesse betonen, wie musikalische Intelligenz, interpersonelle Intelligenz und vieles mehr. Was prinzipiell in der pädagogischen Psychologie ebenfalls auch immer betrachtet werden muss, ist es, dass wenn Theorien entwickelt werden, Forscherinnen und Forscher diese Theorien auch empirisch überprüfen, verschiedene Hypothesen formulieren, Stichproben erheben, um dann mit Hilfe von wissenschaftlichen Untersuchungen herauszufinden, inwieweit diese Theorien dann auch wirklich der empirischen Evidenz entsprechen. Wir werden uns auch noch im Verlauf dieser Veranstaltung in zwei Vorlesungen mit Diagnostik und verschiedenen Messverfahren beschäftigen. Da werden Sie auch noch mehr darüber lernen, wie man Theorien auch wirklich überprüfen kann. Viele von Ihnen belegen ebenfalls die Diagnostik-Vorlesung. Für diejenigen von Ihnen, die diese Vorlesung noch nicht belegen, wirklich eine Empfehlung. Sie lernen da wirklich viel über Messverfahren, Messgrößen, Reliabilität, Validität, spannende Dinge, die Ihnen ebenfalls auch im Verlauf Ihres Lebens auch sehr viel weiterbringen, weil Sie auf Grundlage von diesem Wissen und Fähigkeiten, was Sie da erwerben werden, dann auch kritisch reflektieren können, wenn Ihnen beispielsweise in der Zeitung eine Studie vorgestellt wird oder Ähnliches, dass Sie dann auch wirklich kritisch hinterfragen können, okay, was wurde genau untersucht, wie wurden Sachen untersucht, inwieweit man solchen Ergebnissen auch wirklich vertrauen kann auch. Okay, so viel dazu, aber genau, was wir zur Theorie der multiplen Intelligenzen gesehen haben, ist, dass wir da leider nur sehr wenig empirische Evidenz auch wirklich
gefunden haben, obwohl diese Theorie auch sehr beliebt ist, auch gerade in den Medien her. Wir haben jetzt viel über Intelligenz geredet und wenn wir den Begriff Intelligenz uns vor Augen führen, ist eine der häufigen Assoziationen die Hochbegabung. Von daher wollen wir uns jetzt hier noch etwas genauer betrachten, was Hochbegabung überhaupt darstellt und wie das gemessen wird. Ist es eigentlich relativ trivial, weil Hochbegabung nur bezeichnet, nur dann verwendet wird, wenn Personen weit über dem Durchschnitt der Bevölkerung liegen, vom Intelligenzniveau. Also ist es wirklich keine große Magie oder was ist das, sondern es basiert wirklich nur auf Grundlage von Intelligenztests und im Regelfall wird da die obersten 2% einer jeweiligen Intelligenz Skala dann genommen und als Hochbegabte bezeichnet. Allerdings ist das natürlich auch spannend, weil von dieser Definition von Hochbegabung, die obersten 2%, dann kommt es natürlich sehr stark darauf an, welche Verfahren denn überhaupt verwendet werden, wonach Intelligenz getestet wird. Von daher ist es wirklich auch spannend zu sehen, wie solche Intelligenztests konzipiert worden sind. Aber dennoch fehlt uns auch noch ein wenig das Verständnis, wirklich bessere diagnostische Testverfahren von Hochbegabung auch wirklich zu entwickeln. Vielleicht als kleiner Fun Fact, wenn Sie Stefan Raab mögen, ich weiß, das ist vielleicht auch noch etwas in der Historie der Fernsehgeschichte schon gefühlt, aber zumindest als ich, so wie Sie, Vorlesungen belegt habe, war das auch noch wirklich so mit die Late-Night-Show-Variante. Mittlerweile, klar, Sie werden da vermutlich viel mehr so etwas wie irgendwie Stephen Colbert, Trevor Noah oder die anderen amerikanischen Late-Night-Hosts oder Jan Böhmermann verfolgen. Aber es ist quasi ein Vorgänger von diesen Formaten. Sehr spannend war es da, kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie gerade prokrastinieren wollen, prokrastinieren Sie produktiv und schauen Sie sich hier diesen Clip an, von wo quasi Thomas Wolf, einer der Deutschen, die einen sehr hohen IQ-Faktor besitzen, etwas mehr über sein Leben erzählt und auch quasi Testverfahren dafür auch waren. Also ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen. Okay, so viel dazu. Ein weiteres Strukturmodell, um Intelligenz zu betrachten, ist das Berliner Intelligenzstrukturmodell, welches insbesondere zwei Dinge unterscheidet, und zwar die Inhalte und die Operationen. Und im Vergleich zu dem Modell von Howard Gardner konnten wir zum Berliner Intelligenzstrukturmodell konnte dieses Intelligenzstrukturmodell empirisch auch besser belegt werden. Und es ist ebenfalls konzeptuell
auch über Zeugner in dem Feld der pädagogischen Psychologie. Einer der Nachteile jedoch, um dieses Modell auch wirklich zu verwenden, das Diagnoseverfahren ist sehr lang. Also es müssen auch wirklich sehr viele Fragen dazu dann auch beantwortet werden, um Intelligenz demnach auch zu betrachten. Also zusammenfassend können wir sagen, Intelligenz wird als allgemeine mentale Fähigkeit von Personen gesehen. Es umfasst mehrere Facetten und es ist in der Regel hierarchisch strukturiert. Was wir allerdings noch nicht so gut wissen, wo es noch Unklarheiten gibt, ist es, was wir wirklich alles zur Intelligenz zugehörig sehen wollen, wie Intelligenz genau strukturiert ist und sogar auch demnach, was Intelligenz wirklich genau darstellt. Zur Messung, wir haben da auch so ein wenig auch schon drüber geredet, es gibt da je nach Intelligenzmodell gibt es verschiedene Intelligenz-Testverfahren. Sehr bekannte sind beispielsweise diese Raven-Matrizen, von denen ich Ihnen auch noch ein Beispiel auch mitgebracht habe. Und auch für die anderen Intelligenzstrukturmodelle gibt es verschiedene Intelligenztests. Wenn Sie beispielsweise in die Mensa-Gesellschaft mit aufgenommen werden wollen, dann müssen Sie ebenfalls dort einen Intelligenztest auch vorlegen. In der Regel sind die Fragestellungen, die in solchen Intelligenztests abgerufen werden, bildungsunabhängig und auch domänenunspezifisch. Viele von den Fragen kommen mit möglichst wenig Wörtern aus, um halt keinen sprachlichen Bias auch dabei hereinzubringen. Und was wirklich im Vordergrund von solchen Intelligenztests steht, ist es quasi ihr induktives und ihr deduktives Denken zu unterstützen. Also dass sie beispielsweise Regeln erkennen, dass sie gut schlussfolgern können, dass sie relevante Informationseinheiten herausfiltern können und auch mental repräsentieren und auch entsprechend in Beziehung setzen können. Ich habe Ihnen, wenn Sie die Folien herunterladen, zwei Beispiele für Intelligenztests von diesem Raven-Matrizen-Test in die Folien als Link gestellt. Das sind also so als kleiner Disclaimer keine wirklich vollständigen Tests. Ich würde den Resultaten auch nicht unbedingt vertrauen, aber damit Sie so grob Aufgabenformate auch besser einschätzen können und auch so ein bisschen sehen können, welche Messinstrumente auch verwendet werden. Wenn Sie wirklich einen Intelligenztest für sich selber durchführen wollen, würde ich Ihnen eher raten, dies dann auch direkt bei einem Psychologen Ihres Vertrauens oder einer Psychologin Ihres Vertrauens dann auch zu machen. Allerdings wollte ich für Sie ein kleines Beispiel auch mitbringen, wenn Sie sich die Folien vorher heruntergeladen haben. Die Lösung dazu steht allerdings noch nicht in den Folien drin, weil ich ja auch nicht will, dass Sie jetzt bogeln. Von daher will ich Ihnen jetzt 2 Minuten individuell ohne Breakout Room Zeit geben, diesen Intelligenz oder diese eine Fragestellung etwas genauer zu betrachten. Die Zeit läuft ab jetzt. Viel Spaß.
acht, sieben. Alright, perfekt. Und wie auch wahrscheinlich viele von Ihnen herausgefunden haben, die Lösung in dem Fall wäre C. Also Sie wissen halt jetzt dabei die Struktur erkennen, wie die Reihen und Spalten strukturiert worden waren, dann die Formen und auch die Farben genauer zu betrachten. Wenn Sie mehr von solchen Beispielen auch sehen wollen, die Links, die auf den Folien waren, da werden Sie auch noch mehr sehen können. Der Intelligenzquotient, ein Begriff, der auch wirklich sehr viel auch in den Medien verwendet wird. IQ, was ist das eigentlich genau? Und zwar im Regelfall wird es betrachtet mit der folgenden Gleichung hier. Der Mittelwert ist 100 von einem Intelligenzquotienten und dann wird angeschaut, wie viele Aufgaben, die in einem Intelligenztest absolviert worden sind, korrekt gelöst sind. Und die Anzahl der von Ihnen korrekt gelösten Aufgaben würde dann verglichen mit der Anzahl, die im Mittel von Personen einer sogenannten Eichstichprobe gelöst wird. Und dies wird dann mit der Standardabweichung von der Eichstichprobe in Verbindung gesetzt. Also im Mittelwert Standardabweichung, diese Formeln sind Ihnen sicherlich noch aus der Oberstufe und dem Mathematik und Ihrem Mathematik Kurs auch ein Begriff. Also was Sie da auch wirklich sehen, ist es, dass es wirklich auf die Eichstichprobe ankommt. Also der Intelligenzquotient ist wirklich ein relatives Maß der Intelligenz von einer Person im Vergleich zu der jeweils relativen Stichprobe. Wenn wir uns das jetzt auch nochmal mit Zahlen genauer anschauen wollen, sagen wir, Sie haben 45 Aufgaben korrekt gelöst. Im Mittel wurden 38,5 der Aufgaben richtig gelöst und die Standardabweichung ist 5,2. Dann setzen Sie quasi diese Zahlen in die Gleichung oben ein, multiplizieren dies mit 15, das ist quasi festgelegter Wert, und addieren den Mittelwert der hinzu. Dann gelangen Sie jetzt in diesem fiktiven Beispiel zu einem IQ-Wert von 119 ungefähr. Sie sehen schon, Intelligenzquotient ist wirklich als eine Art Abweichungsquotient zu betrachten. Das heißt, Intelligenz ist aufgrund der Betrachtungsweise und der Definition mit einer Normalverteilung auch zu betrachten. Und dann wird halt die Hochbegabung bzw. die Minderbegabung auch wirklich als die jeweiligen Enden dieser Verteilung dann auch gesehen. Und da kommt es halt auch wirklich darauf an, wie man dann diese Thresholds dann auch festlegt, um das auch darzustellen. Also es ist wirklich, dass der IQ als Gesamtwert aller Leistungen einer Person betrachtet wird und dass es auch wirklich kein absoluter Messwert ist, sondern wirklich nur ein statistisch ermittelter Normwert, der sich sehr stark auf die Stichprobe
bezieht, mit der sie auch wirklich verglichen werden. Also es ist wirklich, es kommt wirklich, also das will ich auch noch mal betonen, es kommt auch wirklich sehr da auf die jeweilige Vergleichsgruppe an, die dann auch betrachtet wird. Also die soziale Norm, die verwendet wird, ist auch als sehr wichtig zu erachten. Von daher wird der Intelligenzquotient ebenfalls auch als Abweichungsquotient bezeichnet. Das heißt, Intelligenztests allgemein gesehen liefern ein quantitatives Gesamtmaß der Intelligenz eines Kindes oder eines Lernenden im Vergleich zu Kindern oder Lernenden im selben Alter. Allerdings, wie kann sich die Intelligenz über die Lebensspanne verhalten, ist sicherlich auch eine Frage, die Sie interessiert. Ich würde Sie da bitten, jetzt in Breakout Rooms für 4 Minuten zu überlegen, inwieweit Intelligenz eine stabile Eigenschaft darstellt und was gewissermaßen Argumente dafür und auch dagegen sein können, und nehmen Sie dabei bei Ihrer Argumentation auch ruhig die vorherigen Folien auch in Betracht. Okay, ich teile Sie schnell in Breakout Rooms ein. Was übrigens auch noch beim Feedback gesagt wurde, wenn Sie per Zufall in einem Breakout Room drin sind, wo überhaupt keine Interaktion stattfindet, gehen Sie dann ruhig wieder zurück in die große Gruppe, und wir werden Sie danach zufällig wieder einer anderen Gruppe auch zuteilen. Also Fitore, falls du das hörst, bitte die Person dann auch jeweils einer anderen Gruppe zuordnen. Das heißt auch genauso, wenn Sie in einer Unterhaltung drin sind und noch wer hinzukommt, seien Sie nicht überrascht. Okay, alles klar, 4 Minuten Zeit geht los. Viel Spaß für Sie alle.
Okay, super, perfekt. Dann sind wir jetzt wieder zurück und ich würde Sie auch jetzt bitten, wieder Ihre Mikrofone auszuhalten auch. Perfekt. Genau, also was wir betrachtet haben, es kommt wirklich bei der Intelligenz sehr darauf an, was wir als Normstichprobe betrachten. Und wenn wir Intelligenz über das Lebensalter betrachten wollen, müssen wir quasi als Normstichprobe eine bestimmte Jahreszahl festlegen, nach der wir das dann ausrichten. Was wir allgemein sehen, ist, dass im Verlaufe der Kindheit sich die Mittelwerte erhöhen und dann im Verlauf des Alters auch wieder etwas abschwächen. Was auch dabei spannend ist, die Standardabweichungen verändern sich ebenfalls dabei. Und das können wir ebenfalls auch sehen, dass wenn wir die Stabilität der Intelligenz betrachten, sehen wir ebenfalls, dass in früheren Jahren die Intelligenz noch nicht so stark mit dem Alter auch zusammenhängt und dass wir allerdings mehr Stabilität sehen, je älter Menschen werden. Was ebenfalls auch wirklich spannend ist, also das ist jetzt quasi nur betrachtet innerhalb eines Lebens von einer Person. Intelligenztests existieren aber auch schon seit wirklich vielen, vielen Jahrzehnten. Spannenderweise wurden die auch vor allem vom Militär verwendet, um auch wirklich zu betrachten, okay, welche Soldaten für welche Aufgaben in Frage kamen, Offizierslaufbahn und so weiter. Also wieder Funktion der pädagogischen Psychologie als Diagnoseinstrument. Und wenn wir die Intelligenz jetzt betrachten im Verlauf der Jahrzehnte und als Normstichprobe Personen vergleichen, die den gleichen Intelligenztest von vor vielen, vielen Jahren belegt haben, sehen wir, dass allgemein gesehen die Intelligenz oder diese Intelligenzquotienten dann basierend auf dieser sozialen Norm stetig anwachsen, was ebenfalls als sogenannter Flynn-Effekt auch bezeichnet wird. Es gibt dazu einen spannenden TED-Talk von James Flynn, wo er auch wirklich den nach ihm benannten Effekt auch genauer beschreibt und erklärt. Also Sie merken quasi, wenn Sie es in der Psychologie wirklich sehr spannende Theorien gemacht haben oder auch etwas wirklich spannende Phänomen erklären können, werden diese Effekte dann auch eventuell nach Ihnen auch benannt. Das als vielleicht als zusätzliche Motivation, wenn Sie sich sagen, okay, ich will in die Psychologie später hereingehen. Also wie gesagt, ich kann Ihnen diesen Beitrag auch wirklich nur empfehlen. Er redet auch sehr, sehr motivierend. Und genau, also ich kann Ihnen das nur empfehlen, sich diesen Beitrag auch noch mal genauer anzuschauen, um da auch vertiefendes Wissen über Intelligenz, über die Lebensspanne allgemein, über das Thema Intelligenz und so weiter auch noch mehr zu erfahren. Das Zusammenspiel von Intelligenz und Wissen, das steht ja auch so ein bisschen im Raum, wenn wir über Intelligenz an sich reden, weil nur intelligent zu sein und einen hohen Intelligenzquotienten zu besitzen, sagt halt auch nicht unbedingt viel
aus, um auch wirklich mit den tagtäglichen Anforderungen des Lebens auch wirklich zurechtzukommen. Das werden Sie unter anderem auch sehen, wenn Sie den ersten YouTube-Link, das von Stefan Raab, sich auch noch etwas genauer anschauen werden. Und ist es wirklich, dass Sie auch da als eine der Frage auch betrachten, inwieweit Intelligenz vom Wissen abhängt oder ob Wissen eher von der Intelligenz abhängt. Und Wissen allein bringt Menschen relativ wenig, wenn der Mensch nicht die Intelligenz besitzt, es wirklich gut einzusetzen, beziehungsweise Intelligenz bringt auch nicht so viel, wenn der Mensch nicht über das notwendige Wissen auch verfügt und daraus dann auch das gut verwenden kann. Von daher ist Weinerts Theorie vom intelligenten Wissen auch sehr, sehr beliebt, die sich in erster Linie auch dadurch auszeichnet, diese verschiedenen Komponenten auch wirklich in Zusammenhang zu bringen, da auch wirklich zu sehen, okay, inwieweit das Niveau der Intelligenz das kognitive Lernprozesse verstärkt und unterstützt. Und es ist wirklich auch, dadurch zeigt sich auch wirklich, inwieweit Lernprozesse quote-unquote intelligent auch darzustellen sind. Beziehungsweise, was wir auch da wirklich sehen, ist, dass neben einer allgemeinen Intelligenz, die auch als Grundlage des Denkens gesehen wird, dass sich dieses dann wirklich auf den zukünftigen Wissenserwerb dann auch eine Auswirkung besitzt. Und dadurch ist wirklich das Wissen, was erworben wird, als eine wichtige Voraussetzung auch zu betrachten, um in Zukunft weiteres Wissen auch zu erwerben. Und je mehr Wissen Sie schon vorhanden haben, je mehr Verknüpfungspunkte Sie besitzen, also wenn Sie sich beispielsweise an diese semantischen Netzwerke der Wissenskonstruktion in der letzten Vorlesung auch zurückerinnern, desto einfacher wird es, neuen Lernstoff dann auch in diese Strukturen auch herein zu integrieren. Und in gewisser Weise, ich will Sie im Verlauf dieser Vorlesung da auch unterstützen, um halt auch wirklich so, dass Sie diese größeren Anknüpfungspunkte auch sehen. Unter anderem, wenn Sie beispielsweise diese Mindmap erstellen, damit sie dann ihr Wissen auch wirklich strukturiert und auch diese Vernetzungen auch dann explizit sehen können, weil sie, wenn sie jetzt noch gerade zu Beginn ihres Studiums stehen, je früher und je mehr sie das Wissen erwerben, desto eher können sie davon dann auch im Verlaufe ihres weiteren Studiums auch profitieren. Was wir allgemein sehen, ist nämlich, wenn wir empirische Studien betrachten zur Intelligenz und zum Wissen, das ist wirklich ein wesentlicher Prädiktor für Erfolg in der Schule, im Beruf, in der Universität auch darstellt. Wobei, wenn wir von Wissen allgemein reden, bereichsspezifisches Wissen insbesondere wichtig ist. Also was ich beispielsweise in meiner eigenen Forschung untersuche, also beispielsweise ich habe jetzt verschiedene Studien gemacht, die sich Heterogenität von Studierenden in naturwissenschaftlichen Fächern betrachtet. Und da sehen wir
insbesondere je höher die Lernleistung von Studierenden schon in der Schule im mathematischen, naturwissenschaftlichen Bereich war, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Studierenden dann auch Erfolg im Studium in den naturwissenschaftlichen, mathematischen Bereichen dann auch besitzen. Das wird auch in vielen weiteren empirischen Studien auch so weit bestätigt. Wobei wir im Bezug auf die Intelligenz und das Wissen auch wirklich sehen, der größte Einfluss für Lernfortschritte wird auch gesehen als das Wissen, was zu Beginn eines Schuljahres den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht. Von daher zusammenfassend, Intelligenz allgemein wird als Fähigkeit zur Anpassung der Menschen an neuartige Bedingungen gesehen, um Probleme lösen zu können auf Grundlage der vorher vorhandenen Wissensstrukturen und Erfahrungen, die Lernende gesammelt haben. Und dazu, wie diese Prozesse auch noch im Weiteren auch beeinflusst werden, was dort weitere Faktoren und Merkmale darstellen, um Lernprozesse auch besser zu unterstützen. Zwei von diesen Faktoren, zum einen das Selbstkonzept und zum zweiten die Motivation. Diese beiden größeren Themenfelder werden wir in nächsten beiden Wochen auch noch mit wesentlich mehr Detail auch betrachten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Start in die erste Adventswoche und ich werde Sie jetzt wieder in verschiedene Breakout Rooms zufällig zuteilen, so dass Sie, wenn Sie mit Ihren Mitstudierenden reden wollen, dazu auch noch die Möglichkeit erhalten. Und wir sehen uns dann zur nächsten Woche in neuer Frische auch wieder. Auf Wiederschauen.